Für ein umfassendes Demokratiepaket vor der nächsten Landtagswahl im Jahr 2015 macht sich die FPÖ bodenstark. Kernpunkt ist die Abschaffung des Proporzsystems in der Landesregierung. Nach der Steiermark, wo der Proporz abgeschafft wird, jetzt auch sogar Niederösterreich im Gespräch ist. Der Herr Landeshauptmann Bröll hat schon bekannt gegeben, dass er, wie sagt er, dass sich das Proporzsystem überholt hat. Das heißt, auch Niederösterreich denkt jetzt daran, das Proporzsystem aufzuheben. Ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, hier aktiv zu werden. Dass die Abschaffung des Proporzes kein parteipolitisches Problem bedeuten kann, beweist die Vorgangsweise in anderen Bundesländern. Und wie gesagt, es gibt einfach das Bedürfnis nach direkter Demokratie, nach Transparenz, nach Offenheit und die Trennung von Legislative und Exekutive im Montesquieu'schen Sinn erfordert unseres Erachtens nach auch, dass es natürlich auch auf Landesebene abgebildet wird. Also, schlussendlich fordert die FPÖ Burgenland auch auf Landesebene mehr direkte Demokratie ein. So sollten nach Vorarlberger Vorbild rund 12.000 Unterschriften von Bürgern, das bedeutet 5% der Bevölkerung, ausreichen, um eine verbindliche Volksabstimmung zu erzwingen.